Hey, ich bin Paul und willkommen zum zweiten Part von The Legend, The Binding of Isaac. Ich wollte gerade sagen The Legend of Isaac, aber das wäre ein little bit falsch gewesen. Und natürlich wollen wir heute wieder eine neue Runde versuchen und whoopsala. Jetzt passiert was immer, ich drücke da mal weg und dann, naja. Ich überlege mir heute mal jemand anderes zu nehmen und zwar versuche ich heute mal eine Runde mit Judas. Das hat den Vorteil gegenüber zu den letzten, habt ihr Kane. Der hat zum Beispiel nicht diese Pille, also Lucky Food hat er nicht. Das würde jede Pille können auch was Schlechtes bringen. Dazu hat er einen sehr guten Anfangsdamage, also einen wirklich sehr guten Anfangsdamage. Dafür nur ein Herz und auch ein bisschen weniger Speed. Dazu hat er aber als Space-Item schon mal voraus das Book of Belial. Und wenn wir das aktivieren, dann kriegen wir davon nämlich einen richtig schönen satten Speed, schönen satten Damage-Bonus. Und ja, also wie gesagt, man kann hier schon ziemlich gleich sterben, weil mit einem Herz ist es schon relativ schwer. Da hofft man dann immer gerne mal auf Herz-Items, also die uns mehr Herz-Container bringen. Und dann werden wir mal gucken, was sich daraus so entwickeln lässt. Yay. Ich wollte ein bisschen auch mal ab und zu über was anderes reden, wenn ich das spiele. Das passt dann wunderschön. Und zwar das Thema an sich, Indie-Games, finde ich ganz interessant, weil Binding of Isaac... Oh, jetzt ist das geil. Wir haben Dr. Phelos, das Item, und was bewirkt das? Anstatt Tränen schießen wir jetzt immer Bomben. Und das macht bekanntlicherweise richtig viel Damage. Das Problem ist, wir haben nur ein Herz, das heißt, wir könnten dadurch auch richtig gleich selber sterben. Auf jeden Fall ist das jetzt schon mal viel geiler. Aber wir wollen zurück zu Indie-Games. Indie-Games ist eine Sache, die finde ich relativ interessant, weil man kann halt Indie-Games wirklich von den normalen Spielen, also von den Standard-normalen Spielen, die rauskommen, wirklich sehr geil unterscheiden. Und zwar durch die Eigenschaften, dass, die meist billiger sind, was hier ein bisschen bekanntlicher ist. Und dadurch, dass man irgendwie merkt, also bei den meisten, jedenfalls, ich gehe zum Beispiel von den Spielen wie Binding of Isaac oder so aus, dass man merkt, dass da wirklich sehr viel Herzblut damit reingeflossen ist in das Spiel. Das heißt, man will auch wirklich was übertrieben Geiles machen und das hat man dann auch geschafft. Wenn man zum Beispiel jetzt so eine AAA-Spiele anguckt, die zum Beispiel jedes Jahr erscheinen und so weiter, dann merkt man halt, da ändert sich auch nicht großartig viel und die meisten sind auch nicht gut. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Gegensatz zu solchen Indie-Games merkt man wirklich, dass da sehr viel Herzblut mit reingesteckt ist. Das fällt einem natürlich auf. Natürlich gibt es da richtig viele Ausnahmen, also da kann ich gar nichts dazu sagen. Es gibt natürlich auch genug Indie-Games, die einfach nur irgendwie hingeklatscht sind oder so. Aber meistens halt sind sie auch billiger. Das Lustige ist, ich hatte einmal einen ganz witzigen Kommentar gelesen unter einem Video. Was bietet ab? Und zwar wurde da gesagt, also ich weiß nicht mehr, wie es angefangen hat, auf jeden Fall hat der eine denn geschrieben, Indie-Games haben immer eine schlechte Grafik. Das natürlich nicht wahr ist, das ist total bescheuert und gelungen, aber, der eine hat dazu geschrieben, also ich weiß nicht, ich stelle es mal, es war ein Witz, also hat er gemeint, ist Call of Duty denn auch ein Indie-Game oder was? Also wo ich das gelesen habe. Oh, Anthony Life. Yay. Ich habe vergessen, was das Item bringt, aber ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Läuft gerade ganz gut. Ja, auf jeden Fall fand ich das, diesen Kommentar, diese Bemerkung eigentlich relativ geil witzig gemacht. Weil das halt witzig ist. Ich überlege gerade. Hiermit könnten wir uns jedes Mal was holen, aber eher weniger. Obwohl ich das Buch eigentlich auch nicht brauche, ich glaube, der Damage-Schaden ändert sich nicht durch die Bombe. Ach, egal, scheiß mir mal drauf, falls irgendwas mal Krasses passieren sollte, was auch immer. So, wow, ich muss aufpassen. Und ich unterstütze die Indie-Game-Branche auf jeden Fall richtig stark. Und ich habe auch wirklich sehr viele Indie-Game-Spiele, also Indie-Spiele. Für die jetzt nicht wissen, warum ich jetzt Indie-Spiele sage, das sind Independence-Games, also halt Spiele von nicht so großen Machern, also zum Beispiel auch mal von einer oder zwei Personen nur und halt mit etwas kleinerem Budget als diese großen Spiele halt. Und sowas nennt man dann halt Indie-Games. Und das merkt man auch, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so viel Geld dadurch verdient. Also wir nehmen jetzt mal hier den Entwickler von Minecraft, nehmen wir jetzt mal aus. War ja eigentlich auch ein Indie-Game, aber der hat ja jetzt, weiß ich was, wie viele Millionen schon mit dem Spiel gemacht.
Der hat jetzt genug Geld dadurch verdient und braucht eigentlich auch keine weiteren Spiele mehr entwickeln, aber die meisten halt bleiben immer so ein bisschen anders down, wenn es um die Spiele geht, dann halt auch um die Verkäufe, weil halt die sind halt nicht so bekannt wie die anderen Spiele. Und dann deshalb ist es immer noch wunderschön, dass die Leute sich wirklich halt dann auch trotzdem Gedanken machen, was sie in das Spiel reinstecken. Und man sieht es halt für manche auch in Binding of Isaac. Das ist einfach mal ein Hammer-Game. Das kann ich nicht abstreiten. Ich liebe es übertrieben, Steffen. Ich habe es nicht ohne Grund so lange gespielt, aber es kostet, wie viel? Es kostet 5 Euro bei Steam oder so? Das ist krass. Also das ist wirklich krass, muss ich sagen. Dass da einfach mal die Pillars belegen. Ich habe keinen Bock auf irgendwas down zu bekommen. Das ist, also ich find's auf jeden Fall richtig geil und ich verfolge auch wirklich die Szene mal weiter und gucke halt, was so Spiele da rauskommen, wie Wolf Legacy und so weiter. Das sind einfach alles richtig Hammer-Titel. Und sowas findest du einfach nicht mehr im Laden. Meistens, also wie gesagt, es gibt tausend Ausnahmen. Aber so rein objektiv gesehen wird das schon. Oh, die fliegen ja durch, das ist interessant. Also wie gesagt, echt geile Scheiße hier. Natürlich gibt's. Aua! Ja, da wollte ich nur kurz angesprochen haben, jetzt kannst du dich auf das Spiel konzentrieren. Ich glaube, ich kann es doch nicht so gut dabei, was zu quatschen. Sonst kriege ich nämlich übertrieben viel Damage ab. Oh, bitte, das ist was Gutes drin sein. Ja. Speed und Rage up. Oh, jetzt müssen wir auch schon richtig schnell sein. Mit unserem Speed hier. Wie ihr gerade seht, ist das Level hier so ein Dark Room Level. Das heißt, man kann nicht sehen, wo man gerade ist. Aber sich probieren wir, den Goldraum haben wir schon gefunden und hier ist auch schon der Bossraum. Das heißt, wir sind auch gleich hier wieder aus dem Level raus. Ja. Hallo? Hey. Weiter geht's. Ah, also wenn es jetzt hier so. Oh, okay, ja. Ich weiß nicht genau, was er bringt. Ob der. Ich glaube, der hat nichts Spezielles gebracht. Der ist einfach nur da. Oder mehrmals da. Oh ja. Das ist scheiße. Jetzt zum Beispiel ist unser Dr. Fetusbomb weg. Ich habe vergessen das Item. Das hätte ich glaube ich nicht aufgehoben eigentlich. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Aufladschüssen. Also wie gesagt, man muss sie immer hier drücklassen und aufladen. Das kann sich den ganz schön hart durchziehen. Ich sag ja nicht, dass wir den weniger Schaden machen. Im Gegenteil, wir machen sogar glaube ich noch mehr, aber wie ihr seht, das dauert hier einfach. Die Dinger ohne Ende rauszuschießen, aber dafür haben wir jetzt in unser Book of Bay wieder, was wir dadurch dann wunderbar gebrauchen können. Hier, okay, hier, das war jetzt zum Beispiel praktisch. Oder wir können uns ja halt auch beim Schießen halt dabei bewegen. Und versuchen jetzt, ah, okay, den Kit ist auch praktisch, oh, okay. Oh, ho, ho. Bei dem muss man aufpassen, die sind ganz schön gewitzt. Na, komm her. Ich komme in meine Schussbahn. Oh, das war jetzt auch knapp. Und wie gesagt, die sterben auch hier nicht alle sofort dadurch. Ah, nimm einfach mal mit. Wir haben noch ein paar Bomben übrig. Ach, scheiße, ich hab den. Ich bin ja so clever. Nee. Rock oder so. Gott, wie ihr merkt, oder vielleicht wie ihr es nicht merkt, ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen Mucke noch versuchen in den Hintergrund reinzuschieben, das mache ich dann aber später, davon merke ich selber leider nichts, weil mein Taser hat irgendwie so ein Aufnahmefail, dass er diesen Windows-Sound nicht immer aufnimmt. Letztens, was ich hier diese Gewinnspielansage, da haben wir auch eigentlich mit Game Taser aufgenommen und das Komische ist, da hat er ja auch von Basti die Stimme mit aufgenommen, aber wenn es jetzt hier um Spiele geht oder so, dann hat er auf einmal nicht mehr die Stimme oder den Sound drauf. Finde ich ein bisschen schade, weil die Mucke ist gar nicht so schlecht hier von dem Spiel. Die kann man sich auch extra kaufen bei Steam. Für auch einen kleinen Preis. Aber ich wollte sagen, wie teuer das Spiel ist. Ich glaube, das kostet 5 Euro. Ist meistens auch mein Angebot bei irgendwelchen Summer Sales oder jetzt das bald kommende. Gibt es eigentlich einen Herbst Sale? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wieder beim Wintersale wird es auf jeden Fall wieder richtig fett im Angebot sein. Freue ich mich auch schon relativ krass drauf. Also man muss ja sagen, Steam hat ja nicht unbedingt gerade jetzt die billigsten Preise, aber wenn es um diese Sommersets und so weiter geht, dann
können sie einiges schon mal auf den Tisch legen an Superschnäppchen. Und da freue ich mich immer besonders drauf. Aber so hole ich mir lieber bei Fast Play oder MMOGA was. Ist jetzt keine Werbung, kriege auch kein Geld von denen. Wäre aber schön. ja, naja. Was will ich denn hier eigentlich so? Wir haben doch schon einen Bossraum gefunden. Ich bin süßer Mensch, ich wäre so in Gedanken vertieft mit euch zu reden. Oder eigentlich mit mir und ihr hört es dann später. Dass ich ganz vergessen habe, dass da oben der Bossraum ist. Und deswegen werden wir uns da mal ganz schnell hinbewegen, damit wir uns mal hier ein bisschen weiter Richtung Endgegner besiegen können. Auf jeden Fall hat er schon mal jetzt nette paar Items droppen können für uns. Was leider schade ist, dass jetzt Dr. Phaedos weg ist, weil dann würde es hier alles relativ schnell gehen. Wie gesagt, so zieht sich das. Also ist nicht schlecht, aber es zieht sich verdammt. Und hier muss ich aufpassen, dass... Ja... und so, genau. Tears Up? Ja, Tears Up ist... Kriegt das das eigentlich was? Das habe ich eigentlich nie getestet. Okay, ist keiner drin. Ab in die nächste World. Okay. Oh, hier wird es interessant. Ja, ja, doch. Bringt schon was. Ja, doch. Ist gar nicht so schlecht, wie wir das haben. So. Wir müssen gleich mal dieses Book ausprobieren. Die haben... Das sind eigentlich unsere Cousins oder Brüder, könnte man sehen. Bloß, dass sie halt nicht so aussehen wie wir, aber die haben die gleiche Fähigkeit. Die machen aber, denke ich mal, ein bisschen mehr Schaden damit. Und haben damit auch so einen leichteren Vorteil. Ja, das war jetzt super intelligent. Wow, 2 auf 1. Yes, yes, we can. So, und das Rote sollte mir am besten nicht gehen, weil da kriegen wir schön Damage. Die müssen aufpassen, die machen das hier mit Absicht, ein bisschen auf uns zu schießen. Die haben da irgendwie Spaß dran. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie haben sie Spaß dran. Richtig schön, dass man sich an sowas erfreut. Ja. So, doch, ja. Klappt. Oh, vielleicht, ich bin mal gespannt, wie wir heute kommen werden. Ein paar Herzen haben wir jetzt auch schon gefarmt, von 1 Herz auf 3 und noch ein Rüstungsherz haben wir auch. Die ist richtig geil, diese kann man normalerweise nur von hinten schießen, aber dass der Strahl durch die Gegner hindurchgeht, machen wir ihn auch so schon. Das heißt, wir müssen nicht mal von hinten anschleichen. Das ist wiederum hier richtig praktisch, obwohl mit der Bombe genau der gleiche Effekt als jetzt erzielt wäre. Und wir können durch Steine schießen, das finde ich auch relativ cool. Das heißt, wir können uns immer ein bisschen weiter Abstand von den Gegnern halten und... Ah, den hasse ich übertrieben. So, das ist kein richtiger Boss, das ist einfach so ein Zwischenboss, der hier irgendwie auftaucht. Aber der ist schon in der etwas stärkeren Version, das sieht man an den Farben. Also der Martin ist schon ein bisschen gemeiner, aber nicht unser Problem. Ne, vielleicht ja schon. Wow. Okay, vielleicht setze ich mich erstmal auf... Ja, okay. Das ist natürlich praktisch, weil ich hier gar keinen treffe. Okay, ja, jetzt wird's hart. Ich kann hier versuchen, so durchzugehen. Und vielleicht ein paar zu treffen. Boah. Hierbei echt die Kontrolle zu behalten und nicht getroffen zu werden, das ist schon hart. Das ist schon ein bisschen hart, aber jetzt geht's wieder. So, noch 2. Mal gucken, ob ich die auf einmal treffe. Nee. Hab ich auch gar nicht versucht. So. Okay. Da ist unser Rüstungsherz wieder, das wir gerade verloren haben. Ich glaube, wir haben es einmal treffen lassen und so und schon war ein ganzes Herz weg. Das ist. Wow! Wird's allgemein. Boah, die sind gemein. Ja. Eureka und der ist auch weg. Ah. Stopp bitte. Oh oh. Okay, gleich müssen wir nochmal der Trolloloi-Bombe kommen. Die ist nicht explodiert, das heißt, die wartet da immer noch auf uns, wenn wir jetzt wieder hochgehen. Auch nicht so eine schöne Sache. Ich hoffe, ich habe gute Musik ausgesucht. Ich versuche mal was von diesen... Obwohl, ich glaube, ich habe noch genug Musik. Ah, mal gucken. Wenn das Video gesperrt wird, dann wisst ihr auch, warum bei der Musik recht da war. Naja. Naja. Ich werde dazu nichts sagen.
Eigentlich müsste das gehen. Ich weiß, rüber diese lizenzfreie Musik auf Jamie. Ich weiß gar nicht, wie die Seite heißt. Da gibt es auf jeden Fall musikfreie Lizenz für nicht kommerzielle Sachen, kann ich die benutzen. Und daher, dass ich natürlich kein Geld verdiene, ist das im geregelten Raum okay. Oder ich habe gar keine Musik, dann habe ich euch verarscht. Was ich natürlich nicht schön finde. Aber vielleicht ist irgendwas dazwischen gekommen, dann werdet ihr sehen. Werdet ihr sehen. Feuerwelt ab. Ich weiß nicht, ob das durch was bringt, dass wir dadurch denn. Aber ich meine, durch die Items, die wir jetzt hätten und hätten noch nicht diese Strand, sondern nur die Tränen, hätten wir jetzt auch schon ganz gut abgeräumt, muss ich sagen. Ich versuche jetzt mal das hier, ob das irgendwas bringt. Ja, kann sein. Ja, okay, wenn er hüpft, können wir ihn nicht treffen. Oh, der wird schwer. Wir treffen den ja kaum. Ah, und ich laufe genau da rein. Ja, das können wir auch meinen. Ja, okay, treffen sollte man. Ey, nein! Ja. Nicht drauf geachtet, lass da bitte irgendwas. Fuck! Jetzt habe ich böse Wörter gesagt, ne? Ficken. Oh Gott! Nein! Oh, es ist. Ach nee! Haha! Da ist dieses komische Dings, was wir bekommen haben, was total beschissen ist, weil wir jetzt kein Herz mehr haben, sondern nur noch die blauen Herzen. Das heißt, dieses hier wird auch nicht lange gehen. Aber wir können vielleicht noch versuchen, darum weiterzukommen und vielleicht droppt er wieder ein paar Herzen. Naja, okay, jetzt erinnere ich mich wieder dran, was es gebracht hat. Ist ein bisschen trotzdem doof. Also, ehrlich gesagt, bringt es das nicht allzu viel, weil später dann nur mit diesen Rüstungsherzen zu überleben, das wird schon richtig schwer. Ich wollte gerade schon sagen, bis zum nächsten Mal, aber da wurden wir ein bisschen belehrt. Wow. Nee, das geht nicht. Ja. Super Animation. Ist doch gar nicht. Ich laufe da halt immer rein. Was ist denn das? Ach, du Kacke, ey. Mit denen, ey, den so. Ich glaube, hätte ich normale Tränen, der wäre schon längst tot gewesen. Und durch diese scheiß Aufladekacke, dann. Ach, komm. Ist. Ey, nein. Dieser kleine Wichser. Und ja, ich würde mal sagen. Warum jetzt nicht mal kurz ausruhen? Wir hätten ja auch fast gehabt. Ich überlege gerade, Opfern vielleicht nicht, aber. Ich denke mal nicht, dass das da was wird. Ja. Wir sind auch viel zu schnell dafür gewesen. Aber das war's, Leute. Fast so lang wie die letzte Runde. Ich hoffe, mein nächstes Mal schaffen wir es hoffentlich, hier mal da ein bisschen weiterzukommen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und hausti dozi. Ciao.